herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim Hexer. Ja, und... Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ja, wir könnten jetzt das Ganze... irgendwie auch so machen, dass wir praktisch... wir hier praktisch den Waldschrat nicht umbringen. Du könntest doch auch Fleisch servieren. Aha. Wo muss ich überhaupt hin? Was geht's denn hier? Ach ja, wir müssen hier die... Okay. Und dann? Du hast keine Zähne. Ich könnte es wenigstens lutschen. Und du könntest es danach in die Suppe werfen. Wer ist hier vom Waldschrat markiert? Das wäre jetzt erstmal noch was. Machen könnten. Woran sieht man? Woran sieht man das eigentlich? Hendal wacht über den Clan Thürse. Kann ja praktisch wohl sein. Ich nenne das Böse beim Namen, wo ich es finde. Ich kann nur unter Feindlichkeit. Nimm diesen nervtötenden Husten von mir. Tja, ob da wahrscheinlich nicht in einem Haus drin, oder? Man weiß. Man weiß manchmal nie, ne? Man weiß manchmal nie, aber hier anscheinend nicht. So, gehen wir wieder raus. Wir gehen mal ein bisschen hier. Modran, ich flehe dich an. Nimm diesen nervtötenden Husten von mir. Ja, aber es ist ziemlich nervtötend, wenn du das jedes Mal suchst. Wer ist hier markiert? Bist du markiert? Klar, Junge. Ich suche jemanden. Und finde niemanden. Das ist die. Das ist. Die friert's, ne? Also unseren Hexer, glaube ich, friert's nie. Ja, das ist ja alles schön und gut hier. Möge deine Axt nie zerbrechen. Momentan sehe ich niemanden. Respekt, Hexer. Ich schalme ihm schließlich den Schädel nach und die Inseln befreite vom Ungarn. Respekt her. Keine Ahnung. Verdammt und zugenäht. Ist hier jemand? Also ich denke, kann das sein? Ich muss gar nicht... Keinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. ...in Häusern suchen. Bist du markiert? Du? Nee. Du? Aha. Jetzt bin ich ja schon wieder aus dem Kreis raus. Bist du's, der Schmied? Ich hab mich in dir getäuscht, Hexer. Ja? Momentan nicht, denn... Gut. Der Waldschrat hat das Mädchen gewählt. Verdammt. Du hast immer noch einen Fleck auf dem Ärmel, Luca. Du schrubbst nicht fest genug. Noch ein Wort und ich schrub dir den verdammten Mund aus. Jetzt weiß ich. Hab ich einen Berber gebissen? Ich versuche hier... Warte mal, jetzt weiß ich, muss ich dann wieder zurück zu... Behilde, ne? Genau. Okay. Gib. Ich bin schon unterwegs. Fahren lassen. Ich hab gewusst, wo dran ist. Ich flehe dich an. Nimm diesen nervtötenden Husten. Ja, wir wissen's. Ist ja gut. Ist ja gut. So, wir wissen's jetzt, wer es ist. Himmel. Du willst also herausfinden, wer sich mit dem Biest verbunden hat? Es war keine Absicht. Der Markierte hat keine Ahnung davon. Du kennst diese Ältesten nicht so gut wie ich. Jeder dieser Sonderlinge würde seine eigene Mutter verkaufen, um das Monster zufriedenzustellen. Kein Grund, drum herumzureden. Du sagtest selbst, dass der Helfer des Biestes zuerst sterben muss. Nee. Niemand muss sterben. Der Markierte muss das Dorf verlassen, das reicht aus. Wenn er nicht zurückkehrt, wird der Waldschrat nie mehr wiedergeboren. Habt ihr gehört, was der Hexer gesagt hat? Wir müssen die Ältesten verbannen, dann herrscht für immer Frieden. Es ist keiner der Ältesten. Wer dann? Die Frau, mit der du geredet hast. Wir müssen sie verbannen, das hast du selbst gesagt. Aber sie ist eine von uns!
Es ist zum Wohle des Dorfes, Sven. Verjagt sie! Sagt ihr, dass sie nicht zurückkehren darf! Niemals! Also ich muss ehrlich sagen, ich möchte kein Hexer sein und solche Entscheidungen hier treffen. Den Waldschrat zu töten wird nicht einfach sein. Haltet euch während der Jagd von mir fern. Geht nach Hause und bleibt dort. Wenn ich nicht zurückkehre, schickt jemanden nach Kaer Trolde. Wir machen, was du sagst. Enttäusche uns nicht, Hexer! Ja, im Endeffekt hätten wir es umgehen können, indem wir einfach das von dem Ältesten da gemacht haben. Das, keine Ahnung, was die wollte. Irgendwas wollte die. Was machen wir hier? Herz des Waldes, zerstöre die Totems. Okay. Dann auf zu den Totems. Papa, kannst du eine Axt werfen? Mein Bruder kann das. Ich nenne das Böse beim Namen. Hier beginnt das Revier des Waldschrats. Ich muss erst alle Totems zerstören, bevor ich das Biest finden kann. Ja, so machen wir das. Leider. Ja, ich bin eigentlich jetzt, um ehrlich zu sein, eher der Meinung, wir hätten wirklich anders vorgehen müssen. eventuell war das ein Fehler. Aber nichtsdestotrotz, man muss Entscheidungen, die man getroffen hat, dann einfach nehmen, bis es so ist. Was wird das hier, wenn es fertig ist? Das muss ich verstehen. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ja. Komm, du sprichst gerade mit einem Toten, mein Freund. Jetzt mal, wo sind die anderen? Also, wir könnten erst das hier nehmen. Ne, da ist der Altar. Okay. Also müssen wir erst mal hier hin. Oh, schön, oder? Die Sonne sich so durch die Bäume durch. Quält hätte ich uns. Au! Weg! Weg! Oh, sei denn des Wahnsinns! Das ist der Wahnsinn? Die sind echt gut. Was jetzt, du Stück Dreck? Boah, die sind gut. Die sind gut, die sind gut. Gott, sind die gut. Ich glaube, ich habe einfach die falsche Waffe. Bin ich jetzt, um ehrlich zu sein, der Meinung. Wo sind sie unten? Ah! Geh doch weg! Geh weg! Geh weg, Junge! Willst du denn unbedingt sterben? Sterben, unser Freund. Puh! Ja, wir müssen das nur meditieren. Ich habe die falsche Waffe. Eindeutig. Heieieiei. Wir meditieren erstmal. Dann essen wir
ein schönes Sandwich. Oder... keine Ahnung, sowas. Und... gehen wir mal. Ne? Aha, hinten scheint das andere Totem zu sein. Zieh dein Schwert. Oh, haha. Und da drüben ist das nächste. Die Krähen. Ah, oh, noch ein. Verdammt. Hab ich noch? Ja. Warte mal, wir könnten doch auch mal eine Kartätsche hin. Dieser Gestank. Aha. Das ging schon ein bisschen besser, ne? Was so eine kleine Kartätsche ausmacht. Okay. Super. Gelaufen. Könntest du bitte... echt gut im Ausreichen, ne? Das ist gar nicht gewöhnt hier. Liegt der jetzt? Endlich! Huh. Ja, dann könnten wir eigentlich auch was von dem Rohnfleisch zu uns nehmen, hier oben. Obwohl, ne? Nicht so schön, aber was soll's? Was haben wir denn hier eigentlich? So, wir hätten jetzt, was haben wir da oben noch zu finden? Warte, was ist das? Ach, da noch eins, ne? Nee, halt. Find den Waldschrott. Und was ist mit dem Altar hier? Ach, nee. Auf dem Altar hätten wir was niederlegen können, ne? Ja, nee, das machen wir ja jetzt nicht. Wartet mal, der Waldschrat. Jetzt gehen wir nochmal ins Klosser beim Waldschrat. Wo war denn der hier? Feuer ist schon mal gut. Reliktöl. Okay. Das träufeln wir mal, wenn wir sowas haben. Reliktöl, Grafaken, Geister, Vampir, Bestien, Erhängt, Verflucht, Konstrukt, Insekt, Okroiden, Hybriden. Warte mal, vielleicht haben wir aber trotzdem noch Glück. Wir können eventuell noch einen Trank herstellen. Vielleicht ein verbesserter Donner? Okay. Aber hätten wir nicht vielleicht... Ach nee, das waren ja... Öle. Hier, Relikt. Was fehlt uns denn da? Was ist denn das? Mistelzweig. Also, schade. Wo finden wir Mistelzweige? 400 Zoll. Schade. Aber wir könnten den verbesserten Donner. Weißer Honig. Ja, von mir aus. Von mir aus. Ja, wir bräuchten, wie gesagt, dieses komische Reliktöl. Und wir bräuchten Mistelzweige. Hm, ist ja wieder super, ne? Klappt ja wieder hervorragend. Warte mal, was war denn eigentlich hier oben? Bomben. Verbesserte Kartätsche. Warum nicht? Eine Giftwolke frei. Machen wir gar nicht. Warum machen wir das nicht? Los. Samum, okay. Absurde. Was sind das hier? Aha. Okay. Ist in Ordnung.
Ja, dann... Versuchen wir nochmal... Was haben wir hier? Warte mal, wir haben hier eine... Verbesserte... Explosionsradius. Blendet, ne? Wäre nicht so schlecht. Und für Monsternester ist es auch noch supi. Gasfolge nie. An Transformation ist natürlich auch nicht schlecht. Wo ist denn eigentlich die verbesserte Cartage? Achso, die haben wir wahrscheinlich dann hier schon in unserem Inventar, oder? Sagt ihr schon mal. Überlegene Detrium. Magische Fähigkeiten. Warum weiß ich das nicht? Okay, wir haben die verbesserte Cartage. Sehr schön. Na dann. Fällt mir ja auch nichts ein. Wir können auf alle Fälle noch einen Trank irgendwie nehmen. Sollten das vielleicht. Ich hätte vielleicht doch den... Oh. Oh. Könntet ihr aufhören? Immer brennen, den Elenden. Verdammt! Au. Verdammt! Weg. Au! Bin ich schon tot? Ah! Hört doch auf mit eurem Blödsinn! Geh weg! Haben wir's? Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Danke. Eine Trophäe. Danke. Wir könnten eigentlich jetzt wieder... Moment mal, bevor wir... Schauen wir mal. Hundeteile, ich habe keine Ahnung, für was wir das brauchen. Aber wir nehmen es mal mit. Sind noch irgendwie so ein bisschen vergiftet. So Mistelzweige wären nicht schlecht. Übrigens. Ja, ist ja gut. Warte mal, ich will mal schauen. Wir hatten doch auch irgend so einen Trank, der
Eichen können zusätzliches Mal verwendet werden. Ja, das muss. Alle alchemistischen Erzeugnisse können ein zusätzliches Mal. Relikt. Ist erhöhtes Gewicht. Erhöhtes Gewicht? Hallo? Was wir hier für Tränke haben? Okay. Die Chance. Ertrunkene greifen ihn nicht an. Auch nicht schlecht, ne? Hexeblutschaden stößt zurück. Er gewährt Immunität gegen Gifte. Gewährt Sicht. Ist ja richtig cool, ne, was der alles hat. Was ich nicht weiß. Und was ich wieder vergesse, vor allen Dingen. ich glaube, das nehme ich mal hier. Perfekt. Geweckt. Jawohl, da könnten wir eigentlich noch ein Stück, was weiß ich hier. Na, Honig war aber nicht unbedingt. Hier, was vom Schweinefleisch. So. Ja dann, zurück. Obwohl, jetzt sind doch wahrscheinlich auch da, was hängt denn da dran? Ist er das? Was bringt uns denn eigentlich der? Wir schauen es uns mal an. Was bringt uns denn diese Trophäe? Moment. Hier, ne? 5% Bonuserfahrung bei Monstern. Warum nicht? Erfahrung ist immer gut. Hatten wir die ganze Zeit kein, gar nichts dran? Voll hier rein. Sind wir überhaupt richtig? Nicht, dass wir, was weiß ich, wohin gehen. Nee. Komm jetzt. Passt. Ich muss mal einen Schluck trinken. Unsere Hexe muss mal einen Schluck trinken. Ich sag mal interaktiv. Interaktiv. Los, lauf! Ist doch schon wieder Sturm hier. Langsam, langsam. Ganz schön Sumpf hier, ne? So. Ich bin wieder zurück. Kaltblütig ermordet. Eine Schandtat. Was denn jetzt? Die Götter werden uns bestrafen. Sven muss verbannt werden. Möge deine Axt nie zerbrechen. Kennst du jemanden, der mutig genug ist, Sven entgegenzutreten? Was geht's denn? Hey, seht euch das an! Ich sagte euch doch, dass es der Hexer schaffen würde. Was ist passiert? Du hast für uns das Biest erledigt, wir selbst haben dessen Komplizen erledigt. Keine Sorge, unsere Vereinbarung gilt. Du hast dir dein Gold verdient. Es hat sich nichts geändert. Der Waldschrat ist weg, aber im Dorf haust noch immer ein Mörder. Deine Arbeit hier ist erledigt, Hexer. Du hast deinen Teil getan und ich meinen. Und damit willst du im Dorf durchkommen? Die Menschen werden sich beruhigen. Sie werden verstehen, dass die Schuldigen bestraft werden müssen. Hört ihr's? Mein Dorf wird nicht von Angst beherrscht. Es gibt keine Morde mehr. Geht nach Hause! Und was dich betrifft, Hexer, verschwinde! Hier gibt es keine Monster mehr. Das wollte ich schon immer wissen. Was machen ihr Hexer, wenn Möge keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Respekt, Hexer. Tut mir leid.
Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Die alten Wege. Sollte man doch gehen. Die alten Wege. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Verdammt. Das wollte ich schon immer wissen. Was machen die Hexen, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Respekt, Hexer. Komplette Idioten und ich bin der Größte. Na dann. Würde ich mal sagen, wir gehen erstmal hier hin. Das ist unser nächstes Ziel. Die List. Die List des Königs. Und das werden wir uns das nächste Mal zu Gemüte führen. Ciao.